Signore e signori deputati, signore e signori, keine Angst, ich werde Deutsch reden und Sie können das Wesentliche auf Französisch auf dem Bildschirm verfolgen. Vieles wurde gesagt und ich bin kein Spezialist, ich kann nur einen Einblick geben, über was die Bildungs- und Forschungspolitik im Moment auf diesem Thema denkt, zu tun und tut. Die Entwicklungen wurden gezeigt. Es ist vielleicht zu betonen, dass noch vor den Risiken der eigentlichen Cybersecurity die Entwicklung, die Digitalisierung in sich selbst eine Bedrohung ist, weil Berufe verschwinden, weil unsere Bevölkerung nicht mehr in der Lage ist, nicht nur sich von den Gefährdungen zu schützen, sondern selber noch produktiv zu sein. Also die ständige Herausforderung der Bildung in unserer Gesellschaft ist eben die Digitalisierung als solche, und noch bevor man an den Risiken denkt. Und in diesem Sinn hat sich schon erwiesen, dass unser Bildungssystem sehr, sehr resilient ist und sehr anpassungsfähig ist. Der große Vorteil in der Schweiz, dass wir mehrere Bildungswege parallel haben, die zu gewissen Professionalitäten führen können. Sie können einen guten Informatiker im weitesten Sinne machen, nicht Unterschiede zwischen den verschiedenen Berufen. Sie können einen guten Informatiker werden durch ein akademisches Studium an der ETH oder durch eine Berufslehre, nachher in eine Fachhochschule oder auch eine höhere Berufsbildung. Also es gelingt uns, eine breite Palette von Grundkompetenzen, die man in verschiedenen Sparten unseres Bildungswesens erwirbt, dann so zu professionalisieren, dass wir Experten aus verschiedenen Quellen holen können. Das hat sich sicher ein Erfolgsfaktor, unser Bildungssystem, und das wird selbstverständlich auch in Bezug auf der Cybersecurity ein Vorteil sein. Kurz, es wurde erwähnt, es gibt eine Strategie des Bundesrates, die festgelegt wurde. Aufträge wurden erteilt und den Departementen, speziell Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation hat eben zwei Maßnahmen oder zwei Aufträge bekommen. Es geht darum, die Forschung zu koordinieren, soweit es das heißt, und auch die Bildung in diesen Bereichen zu koordinieren. Zum Ziel eben, einen besseren Schutz gegen diese Cyberrisiken in der Schweiz aufzubauen und zu erwerben. Koordination ist an sich nicht so selbstverständlich in unserem Bildungs- und Forschungswesen, weil das ist grundsätzlich ein Bottom-up-System. Also wir sind nicht gewohnt, dass die Politik den Professoren der ETH sagt, was sie zu tun haben. Oder dass denken wir im Moment nicht an Lehrplan 21, nicht einmal die schulischen Programme. Wir sind irgendwie in der Schweiz leicht zu zentralisieren oder auch nur zu harmonisieren. Was tun wir konkret? Ein Beispiel, da haben Sie im dritten Viereck. Wir starten dieses Jahr mit einer höheren Berufsprüfung im Bereich ICT Security Expert. Also das ist der normale Aufbau, das in unserem System immer gut funktioniert hat, aus den Berufsverbänden selber kommt das Angebot vom Bund anerkannt, validiert von einer höheren beruflichen Prüfung, die allen offen ist, im Prinzip, die eine gute Erfahrung, eine fundierte Erfahrung im Bereich haben, dass sie dann eine erwiesene Diplom, eine Akkreditierung als Security Expert. Das heißt, dieses spezielle Angebot. Neben das selbstverständlich im Rahmen ihrer Autonomie bieten die Hochschulen schon viel im Bereich Bildung, Weiterbildung um dieses Thema. Der Vorteil ist, dass eben die Kostendeckung von diesem Angebot in der Regel kein Problem ist. Das heißt, die Kunden können zahlen, seien es der Staat selber, seien es die Privaten. Also es geht allenfalls um die Qualität des Angebotes, aber es muss nicht besonders subventioniert werden. Also ich glaube, was die Fachhochschulen heute schon, was die ETH anbietet an Bildungs- und Weiter-, vor allem Weiterbildungsmöglichkeiten für Profis, das bewegt sich von sich und das muss nicht speziell noch mit irgendeinem Kredit gefördert werden. Ich möchte auch in der Forschung daran
anweisen, diesen Forschungsprogramm, nationale Forschungsprogramm Big Data. Es ist eine Ausnahme Schweizer System. In der Regel die Forschung, wie gesagt, ist bottom-up. Der ETH-Bereich selber, der Nationalfonds, die Forscher, die entwickeln selber ihre Forschungstätigkeiten unter dem Grundsatz der Exzellenz. Was exzellent ist, auch im internationalen Vergleich, wird finanziert, und was weniger exzellent ist, wird weniger finanziert. Keiner in der Schweiz entscheidet darüber, wie viel Astronomie oder und wie viel Teilchenphysik gemacht wird. Also da wird das Prinzip, jedes klar, im Rahmen des ETH, einer ETH wird schon entschieden, welcher Lehrstuhl aufgestellt wird und welche abgebaut. Der Nationalfonds entscheidet, welche Projekte unterstützt. Eben die Ausnahme sind die nationalen Forschungsprogramme. Der Bundesrat entscheidet auf dem Budget des Nationalfonds spezielle Forschungsprogramme, die einige Jahre dauern, mit dem Ziel, bestimmte Kenntnisse von öffentlichem Interesse zu erwerben. Und dieses Big Data, nationale Forschungsprogramm ist ein Beispiel, mit einigen Dutzenden von Millionen zur Verfügung, wo dort die Cybersecurity sicher eine Rolle spielt. Die Ziele werden festgestellt vom Nationalfonds, welche die Machbarkeit prüft, dann das wird ausgeschrieben, kompetitiv, für jeden Teilchen, und nach einer 3- bis 5-jährigen Spanne hat man die Resultate, die man veröffentlicht. Es geht selbstverständlich um die Lage, es geht nicht um Grundlageforschung, es geht nicht um die Quantencomputer oder solche Dinge. Es geht grundsätzlich um die Lage in der Schweiz, die Gefahren, die gesetzliche Grundlage, die man brauchen sollte. Also die Probleme, die früher aufgestellt wurden, werden koordiniert von Wissenschaftlern vertieft, eben im Rahmen dieses Forschungsprogramms. Und selbstverständlich noch Expertengruppen und Koordinationsgruppen, die aufgestellt wurden, damit die Fachleute, die wir haben Fachleute nicht nur in unseren Hochschulen, sondern auch in unseren Unternehmungen. Wir haben gerade jetzt einen sehr prominenten Vorbild gehört. Wir haben Fachleute, und das gehört auch zu diesem traditionellen Milizprinzip in der Schweiz, wo als ich, ob es Militär oder Zivil, ob es privat oder öffentlich, das spielt am Ende keine große Rolle. Also wir versuchen alle Potenzialitäten unseres Landes so gut wie möglich vernetzt entwickeln zu lassen. Und selbstverständlich diese Koordination zwischen öffentlich und privat ist ein wesentliches Element. Letzten Endes geht es um Leute, geht es um Personen. Wenn wir in unserem Land im Durchschnitt und in Bezug auf unsere Größe im Durchschnitt gute Fähigkeit, uns gegen Cyberrisiken zu schützen. Der Schlüssel von alles ist, ich glaube nicht, das sind große Politiken im Sinne von Top-Down, Entscheidungen über Technologien, über Infrastrukturen. Sicher alles spielt eine Rolle, aber grundsätzlich geht es um die Leute. Wie gesagt, in diesen Milizgedanken, in diesen vernetzten Gedanken, bewusst, dass es geht nicht nur um Informatik zum Beispiel. Ich habe vor einem Jahr eine wissenschaftliche Delegation in Israel begleitet. Wir waren in Beit Sheba, wo die Israelis interessant nebeneinander, die haben die Informatikbrigade der Armee und daneben eine Universität, wo die besten Köpfe eben über Cyber Security lehren. Wir haben einige Vorlesungen zugehört, und beeindruckend ist, es geht minimal um Technik. Es geht um Verhalten. Es geht vor allem auch diejenigen, die geschult werden, aktiv, aggressiv, wir reden sicher der iranische Fall, irgendwie des Cyberkriege zu machen, die werden vor allem im Verhaltenswissenschaften geschult, dass sie sagen, wo liegen die Schwächen der Personen, sodass man einen Weg findet, um in ein System einzudringen. Und das ist faszinierend, eben Technologie sicher spielt eine Rolle, aber das Menschliche, das Sozialwissenschaftliche auch eine sehr große Rolle. Eben, wie gesagt, öffentlich, privat. Die Unternehmungen stehen im Zentrum, weil dort wird vor allem die Innovation getrieben, dort gibt es den Anreiz, Kenntnisse zu erwerben, die Weiterbildung zu machen, die Forschungsförderung, Institutionen sind dort aufgestellt und die Bildungsinstitutionen gemeinsam arbeiten. Und noch einmal, durch diese letzte Zeichnung gestellt,
Wir machen nicht etwas speziell im Dienste der Armee oder nur sehr marginal. Wir arbeiten in Bildung und Forschung, damit eben wir qualifizierte Leute ausbilden, die können je nachdem nach Bedarf und nach Entwicklung, sei es für unsere wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit, sei es auch im Notfall im Interesse der Allgemeinheit eingesetzt werden. Danke sehr.